The Purge. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Alter! Das ist so creepy. Jetzt ist die Scheiße auch noch. Puppet Time? Der Marionettenspieler ist nicht der Mann im Rampenlicht. Es ist auch nicht Dr. Benray, der die Litherist-Anstalt bis zur Schließung leitete. Einige sagen, es gibt gar keinen, der die Fäden zieht, denn wir sind alle dazu verdammt, der Dunkelheit anheimzufallen. Ist das überhaupt möglich? Marionettenfäden an unseren Händen, aber niemand da, der sie zieht? DK. Puppet Time. Puppet Time. Ich glaube, da saß doch jemand. So, jetzt gehen wir hier nochmal. Jetzt muss ich da wieder jemanden erschießen. Hallo? Okay. Ich will auch gar nicht lang stören. Sad, sad day for psychiatry and for people with mental health issues all over the world. I only helped my patients get better. Nothing more. And there's one thing I just don't understand. Why do the media still criticize my methods? How dare they? What about my results? Not one idiot journalist ever asked how many of my patients were cured. Not one! And I know why. It's because my patients got better. All of them. Even those who died. Especially those who died. Aha. Ich weiß auch nicht. Also ich kann das auch gar nicht nachvollziehen, warum man dir nicht eine Ehrenmedaille gegeben hat. Für besondere Verdienste in der... Kann ich dich vorher scannen? Neue SMS erhalten. Oh, wir haben Post bekommen. Hasse dir in die Hose gemacht. Was? Von Freddy? Hasse dir in die Hose gemacht, lol. Okay, ich kann ihn nicht scannen. Bist du schon tot? I am grateful, O great ones, for allowing me this glorious service. Not only I have managed to free a handful of souls of their vessels, but I found new converts to help me spread the light. Soon we will become one in its glory. Mhm. Oh Gott, die Musik. Hallo? Schade. Und wieder dieses Arztpiepen, ne? Obwohl hier doch eigentlich gar nichts ist. Hehehe. Hallo? Oh, Scheiße. Oh, die sind aber eingesperrt. Oh. My savior. I said you wouldn't regret letting me go. This is my art. All my brothers' sacrifices to the puppet master. You killed all those people. Why?
No, you cannot kill what does not live. They are free, and you will join them soon. Your dopamine levels have spiked. Are you enjoying this, Mr. Black? Natürlich. Are you enjoying this? Ja, wir sind ein Freak. Entschuldigung. Ist ja nicht unser erster Mord. Kann ich noch irgendwas scannen? Deine hässliche Fresse vielleicht? Arschloch. Was ist das? Ich kann Knöpfe drücken. Oh oh. Und nicht, dass wir uns jetzt. Also wir müssen wahrscheinlich durch diese Tür und eventuell könnten wir mit dem falschen Schalter diese Türen öffnen. Scheiße. Okay. Was ist das? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Scott Hopkins an John Latham von DG. Ramses Baby. Wir haben Ramses neuen Prototyp getestet. Er ist noch weit Er ist noch weit von dem nächsten großen Hammer entfernt, auf den wir alle gehofft hatten. 5 von 6 Testpersonen haben von schweren VR-Krankheitssymptomen berichtet, größtenteils Kopfschmerzen und oder Übelkeit. Auch bei der sogenannten Gedankenvisualisierung sind ein paar schwerwiegende Probleme aufgetreten. Die Testpersonen haben von frakturierten Gedächtniswelten berichtet und beschrieben das Gesamterlebnis als verwirrend. Ich denke, das sollte jemand direkt mit Ramsay besprechen. Wir wollten das Ding nächstes Jahr und nicht im nächsten verdammten Jahrzehnt verkaufen. Bitte um Rückmeldung, Scott. Das klingt ein bisschen nach Pandora, oder? Und was steht hier? Der König des Rollstuhlturms, Maestro Barry. Er ist total durchgeknallt. Er sagt, er wird einem die Augen rausfressen, wenn man ihm zu nahe kommt. Okay. Ach, scheiße. Ich will nicht. Okay. Wir zücken schon mal unsere Knarre. Also theoretisch ist doch hier 1, 2 und 3, oder? 1, 2 und 3. Sonst nehme ich immer gern die goldene Mitte. Obwohl, das ist ja dieselbe Tür, ne? Die beiden mögen sich ja total. Okay. Ja, ich hab's geschafft. Okay. Was mache ich? Ich glaube, das ist wieder so ein Entscheidungsding, ob wir die beiden sich selbst... Also, ne, es ist ja gut, dass das Tor da ist, dass die beiden sich nicht im Wege stehen. Aber mich interessiert ja wirklich, was die anderen beiden Knöpfe machen, ne? Oh, da liegt ja auch einer. Ups, ist das Barry, der Rollstuhlkönig, Maestro Barry? Ja, drücken wir jetzt den Knopf oder drücken wir ihn nicht? Ach komm. Der ist kaputt. So. So, dies ist Redmans Reich. Fragt ihr euch, ob es ein Leben nach dem Tod gibt? Dann geht einfach weiter und ihr findet es heraus. Oder zahlt den XXX. Jetzt ist es zu spät. Okay. Vielleicht... Öl ins Feuer gießen, ja. Achso, könnt ihr gar nicht sehen. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Öl ins Feuer gießen. Wir haben ja gerade das Tor aufgemacht. Is the future of warfare doomed? Mhm. Ja, ja, ja. Wir bringen dich gleich zum Schweigen. Ah, hier ist auch noch was. Mhm. Robert Ramsay, genius or charlatan? Roger Howard knows the answer.
Robert Ramsey, Chef der Wissenschafts- und Technikabteilung von Future Defense Group, genießt einen Ruf als einer der bedeutendsten Entwickler der Technikwelt. Seine Kritiker hingegen bezeichnen Ramsey als Scharlatan, der wiederholt beschuldigt wurde, Konzepte von seinen weniger bekannten Kollegen gestohlen zu haben. Wir sprachen mit dem früheren CEO von ADS, der behauptet, dass eines von Ramseys erfolgreichsten Projekten auf einem Diebstahl basiert. Party time! The Puppet Party. Das kann er nicht alles. Wo steht er denn? Eat the cake. Ich könnte mich auch einfach hier verstecken, oder? Scheiße. Red, erzähl doch mal was. Erzähl einen Witz. Irgendwas Lustiges. Ich finde auch schön, dass das Piepen nicht mehr monoton nach Krankenhaus klingt. Dass die Musik immer schneller wird. What? Ah, okay. Damit können wir nichts machen. Schade. Time to talk about our first lead, Mr. Black. What do you know? The question, Mr. Black, is what do you know? Let's see if you have any memory of this place. Focus on the photo when you're ready. Okay. Vernehmungen. Der Tod von Jasper Prado verbleibt unaufgeklärt. Chadwick ist sich sicher, dass das Verbrechen im Zusammenhang mit Drogen steht. Ich habe Jared Porter und Ethan Hamilton vernommen. Chadwick hat mit John Linden und Albert Hall gesprochen, aber wir scheinen keine Fortschritte zu machen. In Prados Telefonliste gab es noch jede Menge weiterer Namen, aber da er ein Dealer war, scheinen alle seine Freunde nur Kunden gewesen zu sein. Bart Fair. Mhm. Polizeiprotokoll von Severn. Polizei von Severn, Polizeistation Biddle. Name des Informanten Shane Carruth. Das kann ich mir alles gar nicht merken mit den Namen. Vorfall, Verkehrsunfall. Detailinformationen. Am Montag, den 20. Juni um 4.26 Uhr wurde die Polizeistation von Biddle telefonisch über einen Verkehrsunfall nahe der Kreuzung Pike Hill auf der Route 10 in Kenntnis gesetzt. Bei Ankunft am Unfallort fanden wir ein Fahrzeug im nahegelegenen Wald vor. Maßnahmen. Der Wagen war offensichtlich gegen einen Baum geprallt und hatte Feuer gefangen. Aus diesem Grund haben wir Feuerlöscher eingesetzt und konnten das Feuer schnell löschen. Erste Untersuchungen ließen darauf schließen, dass sich der Unfall infolge stark erhöhter Geschwindigkeit ereignet hatte. Im Fahrzeug befanden sich keine Insassen. Bei weiteren Untersuchungen fanden wir eine Blutspur, die tiefer in den Wald führte, konnten aber keine Personen auffinden. Der Fahrer könnte also noch am Leben sein. Sein aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt. Okay, klingt danach, als hätten wir oder jemand anders, ne, die Flucht ergriffen. Und um nicht erwischt zu werden, sind wir dann im Wald verschwunden. Name des Informanten Jacob Singer. Vorfall, möglicher Mordfall in einem verlassenen Lagerhaus. Detailinformation. Am 20. Juni, kurz vor 14 Uhr, wurden wir telefonisch über den Fund einer männlichen Leiche im leerstehenden Lagerhaus nahe der Route 10 informiert. Die zum Tatort entsandten Polizisten konnten bestätigen, dass das Opfer dem Augenschein nach durch Schüsse in den Kopfbereich getötet wurde. Da das Opfer keine Ausweispapiere bei sich trug, muss zur Ermittlung der Identität eine forensische Untersuchung durchgeführt werden. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt. Maßnahmen.
Die Ermittler konnten am Tatort Patronenhülsen sicherstellen, die mit dem Profil einer ca. 10 Meter von der Leiche gefundenen Pistole mit Schalldämpfer übereinstimmen. Die Waffe konnte als selbstladende, von der Firma ADS entwickelte Pistole identifiziert werden. War das vor oder nachdem wir sie gestohlen haben? Ich weiß das leider nicht mehr. Listen, I think someone's been murdered here in the warehouse. You should send someone. I'm half a mile down the road from the Pike Hill turning off Park Street. I was out on a run and I stopped here for a minute. I'm looking at him right now. He's lying face down. No, he's definitely dead. There's a lot of blood. Yeah, it's Jacob. Jacob Singer. Look, can you please just send someone? Thanks. Ach, da unten auch. Body found in a warehouse. Leiche in Lagerhaus gefunden von Brian Scott. Am Montag wurde in einem verlassenen Lagerhaus nahe der Route 10 die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden. Detective Chief Inspector Edwin Hughes sagte dazu, das Opfer wurde offenbar aus nächster Nähe erschossen, aber wir wissen noch nicht, wie lange der Leichnam sich bereits dort befunden hat. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt, aber es ist jetzt schon recht offensichtlich, dass wir es hier mit einem Mordfall zu tun haben. Über die Identität des Toten wurden noch keine weiteren Angaben gemacht. Okay. So. Detective Hector Chadwick, Examensabschluss in Kriminologie 1996, arbeitet seit 1997 für die Polizei von East Barben, kam 1999 zum Severn Polizeidezernat und wurde 2002 zum Detective befördert. So. Lass mich raten. Genau, die ist zu und wir müssen da wieder rein. Oh, hier oben noch was. Detective Bart Fair. Aha. So. Das machen wir noch schnell. Detective Bart Fair, Examensabschluss in Kriminologie 1994. Arbeitet seit 95 für das Severn Polizeidezernat, erhielt 2009 die Tapferkeitsauszeichnung. Hast du also was Tolles gemacht, ja? Was haben wir hier? Datenbank der Polizeistation. Körp 2006, Körperverletzung hart. Miff 2006, Mord. Fair and Chadwick. Ah, okay. Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht Grant, unsittlicher Angriff auf Frau Taylor, gefährliches Fahrverhalten Hause. Fair und Chadwick haben einen Mord gemacht. So. Und das ist er. Das ist der Chadwick. Also die beiden haben diesen Mord im Lagerhaus behandelt. Und da gehen wir jetzt rein. Ich glaube, das ist das Lagerhaus aus dem Intro. So you do remember this place. Interesting. Please, just tell me why this is important. An unidentified man died at a nearby abandoned warehouse not long before you tried to save the girl. He was shot at point blank range. And we're going back to that warehouse. That's correct, yes. The police wrote the whole thing off as a drug deal gone wrong. But that's not what you believe. I believe everything in life is connected, Mr. Black. The only question is how. Let's find out, shall we? Okay, und da sind wir. Pling! Neue SMS erhalten. Black, wo bist du? Du hattest versprochen, mir zu helfen. Unbekannt. Okay, wir sind jetzt hier. Aber ihr Lieben, Edgy-Badgy, was hier unten wirklich alles passiert ist, das finden wir beim nächsten Mal heraus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.